Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video, diesmal mit Avengers Band 1 von Marvel Now, die Welt der Rächer. Ja, diese Avengers Marvel Now Reihe hat sich zwischen 2013 und 2015 abgespielt und ja, beginnt natürlich mit diesem ersten Band, zumindest bei Panini so. Und darin sind die ersten 6 US-Hefte von dieser Avengers Reihe drin, die von Jonathan Hickman geschrieben wurde. Und die ersten 3 Hefte hier drin werden von Jerome Opeña gezeichnet und die Hefte 4 bis 6 von Adam Kubert. Ja. Das, was man wissen muss, ist, dass man, dass es hier nach Avengers vs. X-Men spielt. Ich würde mal behaupten, dass Avengers vs. X-Men für das Marvel Now so etwas war, so eine Neuanführung oder ein Neustart wie Flashpoint für das New 52, obwohl Flashpoint in meinen Augen viel größer und gewaltiger ist und viel mehr gemacht hat. Aber ich meine halt einfach nur so als Anhangspunkt, ab wann es dann da anfing. Und ja, Avengers ging dann mit einer neuen Nummer 1 dann 2013 von Jonathan Hickman in den Start. Und ja, diese Gruppierung besteht ja am Anfang erstmal aus Captain America, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, Hulk und Thor. Also man hat hier wirklich ganz stumpf gesehen, oh, der Avengers-Film von 2012 war erfolgreich, nehmen wir einfach die Helden. Aber ist ja auch nur logisch, wenn Leute einfach in den Filmen sehen, oh cool, das hat mir Spaß gemacht und ich möchte mal was davon lesen, wenn die Leute dann in ihren Comicläden in die Gruppierung genauso sehen. Das sehe ich zum Beispiel, letztens hatte ich mir auch einen Suicide Squad Comic geholt und eine Kollegin von mir hat dann gesagt, das ist doch gar nicht die richtige Suicide Squad, da fehlen noch hier Killer Croc und El Diablo und so weiter, wo ich mir natürlich denke, nein, in dem Film ist auch eine andere als aus den Comics und so weiter. Die variiert jedes Mal ein wenig. Und das ist ja eigentlich bei der Justice League oder Avengers auch immer mal wieder ein bisschen anders. So, die Grundpfeiler bleiben mehr oder weniger. Aber ein bisschen ändert sich da ja immer was. Aber für den Außenstehenden denkt er sich eigentlich irgendwie so, müsste eigentlich immer das Gleiche sein. Du kannst ja auch Harry Potter nicht einfach die ganze Zeit austauschen, dass du dann statt Harry plötzlich in Hogwarts Frodo stehen hast oder sonst was. Zumindest wirkt das ein bisschen so auf die. Aber ja, das finde ich dann ein bisschen immer interessant, so als jemand, der da schon sehr lange drin ist, immer zu beobachten, wie das doch auf andere wirkt. Und da ist das halt natürlich einfach von Marvel schlau, genau die zu nehmen, wie was der Normalzuschauer sich dann halt da so vorstellt an Figuren, die er da sehen möchte. So, also die Gruppierung ist bekannt. Und jetzt kommen wir mal zur Story. Also erstmal im ersten Heft hier drin. Also Ex Nihilus beginnt eine Art Terraforming auf dem Mars. So, Ex Nihilus habe ich persönlich eigentlich eher auf der guten Seite kennengelernt, weil ich Infinity War Avengers gelesen habe. Und da war, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich auf der guten Seite. Aber hier startet er halt erstmal auf der bösen Seite. Also Tony weckt hier am Anfang erstmal Steve und wir sehen, dass Cap halt einen Albtraum hat über die Illuminati. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so die richtige Ahnung, was dahinter steckt. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es halt einfach daran liegt, dass ich schon ja viele Fehler begangen haben, zum Beispiel Hulk wegzuschicken, was dazu geführt hat, dass Hulk zurückgekommen ist und diesen World War Hulk dann veranlasst hat. Und ja, vielleicht auch einfach generell, dass die Illuminati zu viel Macht besitzen und Cap davor auch ein bisschen Angst hat. Dass, wenn ihr da mehr wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen Hintergrundwissen. Ich habe aber auch die New Avengers mit den Illuminati aus Marvel noch nicht gelesen. Darum weiß ich nicht, ob da noch irgendwie gute, also wichtige Informationen hinterstecken. Ja, die Avengers wollen dann Ex Nihilus natürlich aufhalten. Ja, die Avengers werden nach und nach dann auch hier weggeklatscht. Er soll ja auch erstmal eine Fallhöhe haben. Ex Nihilus ist dann ja halt auch etwas stärker, kann man so sagen. Der hat auch noch eine Schwester, Abyss. Und die manipuliert dann halt auch noch Hulk und lässt ihn dann gegen Thor kämpfen. Wieder, man sieht halt 1:1 irgendwie so, gebt den Lesern das, was sie im Film gesehen haben. Hier habt ihr nochmal genau das, was euch da auch im Film gefallen hat, dann kämpfen die hier wieder. Und es geht natürlich auch wieder um die Frage, wer ist hier der Stärkere und so weiter. Also das ist das übliche Tarada, das man hier kennt. Ja, und Ex Nihilus hat dann noch einen Roboter, der dann auf Captain die ganze Zeit einschlägt und fordert, dass er halt aufgeben sollte. Aber wie wir halt Steve kennen, sagt er niemals. Zum Glück haben sie nicht einfach das Zitat aus dem Film direkt genommen, aber er sagt dann halt, dass er halt nicht aufgibt, wie wir ihn halt kennen eigentlich. Aber leider wird er halt trotzdem bewusstlos geschlagen, weil ja, dieser Roboter ist halt trotzdem eine ganz andere Stärke als ein Captain America. Und während alle anderen noch festgehalten werden und in Gewahrsam genommen werden, schickt Ex Nihilus Captain America dann halt zurück auf die Erde als eine Warnung halt an die Erde.
Und ja, dass sie halt der nächste Planet werden wird. Und Cap ruft dann nach allen Helden, die er anscheinend zusammengestellt hat. Und natürlich, wenn Captain America ruft, dann sammeln sich alle. Ganz von so einer Avengers Assemble. Und ja, dazu haben wir jetzt Wolverine, Spider-Man, Captain Marvel, Spider-Woman, Falcon, Shang-Chi, jetzt auch schon, Sunspot, Cannonball, Manifold, Smasher, Captain Universe und Hyperion. Ja. Kennt ihr das eigentlich, wenn, wenn ihr mal Comics nochmal liest halt und erkennt, dass ihr die Figuren halt da schon kennengelernt habt, aber sie erst später kennt? So, das hatte ich hier zum Beispiel mit Falcon, Captain Marvel und jetzt auch am meisten Shang-Chi, wo ich echt überrascht war, oh, wow, schon so früh. Aber sie sind mir halt, also der Falcon, Captain Marvel ist halt schon ein bisschen länger her, aber das hat mich schon ein bisschen, nicht schockiert, aber gewundert, so wie man da echt Figuren übersieht, die dann jetzt zum Beispiel erst ihren Film bekommen und da aber schon längst normal integriert waren. Und ja, das finde ich halt sehr interessant. Also, wenn ihr was von Shang-Chi bei den Avengers lesen möchtet, Marvel Now, perfekt. Die Zeichnungen von Jerome Opeña hier im ersten Heft sind irgendwie nett, bleiben mir aber halt nicht wirklich so dauerhaft im Gedächtnis. Also, ich mag die Kolorierung, aber meistens irgendwie die Gesichter oder generell haben mir einfach zu viele Striche irgendwie. Ich mag das oftmals nicht, wenn das halt überall irgendwelche Striche dann, um dann halt irgendwelche Falten oder so darzustellen. Also wenn das wirklich gut gemacht hat, in der Haut einintegriert wurde, dann okay, aber wenn die ganze Zeit nur irgendwelche Striche rein hat, gefällt mir das oftmals leider nicht. Aber sonst ganz normal irgendwie, so nicht das Schlimmste. Ja, zu den Designs haben wir, also hier Hawkeye, Black Widow und Thor sehen halt eigentlich relativ normal aus, also so wie man sie allgemein kennt. Bei Thor weiß ich halt nur, dass er irgendwann noch ein cooler aussehen wird, coolere Designs haben wird. Darum wirkt das halt hier noch relativ normal, aber sieht eigentlich auch trotzdem cool aus, also da kann man nicht groß meckern, es muss sich auch irgendwie erst entwickeln. Das ist auch alles okay. Für mich ist es auch so, dass Avengers im Marvel also meine Anfangsdinger sind, so, weil ich habe mit Marvel Now und bei DC mit New 52 halt angefangen, in die Comic-Welt reinzukommen. Darum ist das so, nicht so der Anfang. Darum ist das okay, wenn das auch alles so ist. Bei Hulk zum Beispiel, da gefällt mir das Gesicht nicht so wirklich. Sieht wie so ein Neandertaler für mich persönlich aus. Das gefällt mir nicht so wirklich. So sieht er eigentlich auch aktuell bei Immortal Hulk aus bei der Reihe, wo es mir halt auch nicht so wirklich gefällt. Also, naja, aber es kann den einen oder anderen ja doch gefallen. Darum ist okay, also mir gefällt es aber halt weniger, also habe ich bessere Versionen vom Hulk schon gesehen. Und Iron Mans Rüstung zum Beispiel hier mag ich halt gar nicht. Also dieses Schwarz-Gelb ist halt wirklich null mein Ding. Generell der Look aus Marvel Now von Iron Man oder generell Iron Man und Marvel Now gefällt mir nicht so wirklich. Da gibt es noch ganz andere Looks auch von Tony, die mir einfach nicht zusagen. Und auch, die Form ist halt relativ generisch halt so. Mein Lieblings-Iron Man Anzug im Comic-Bereich ist auch die auch vom Ordinary Different Universum. Viele mögen den nicht, habe ich auch damals mitbekommen, aber mir hat diese sehr, sehr zugedacht, weil die auch einfach anders ist. Also das, dieses generische, weiß nicht, war mir halt zu normal und dieses Schwarz-Gelb ist auch nicht mein Ding. Also ich muss da einfach generell sagen, dass mir Captain America vom Design hier halt am meisten gefällt. Also zuerst haben wir ihn so relativ klassisch und das mag ich schon so einzeln, also auch diese einzelnen Schuppen dann auf seinem ganzen Körper. Das ist immer ganz, finde ich vom Detail immer ganz gut. Ich denke mir halt immer so als jemand, der auch schon hier und da selber zeichnet, immer vor, mein Gott, wie nervig das immer sein muss, diese ganzen einzelnen kleinen Schuppen da zu malen. Aber trotzdem gibt es genug Zeichner, die das immer ordentlich gut machen. Und am Ende haben wir halt so eine, wenn er sich dann vorbereitet, wieder auf erneut zum Mars zu gehen mit den anderen Avengers, in dieser coolen Rüstung irgendwie so, vorbereitend auf den kommenden Kampf. Also den Helm mag ich halt gerne und auch generell so einfach alles, was alles fester, gepanzerter. Keine Ahnung, einfach halt mehr aufgepolstert. Also das Design von ihm gefällt mir halt schon so. Viel auch am meisten so von allen Avengers, die wir hier geboten bekommen. Ist, glaube ich, auch so weit. Ich weiß gar nicht, ist das der beste Look, den ich in den Comics hier von Captain America gesehen habe? Könnte auch von Civil War damals auch ganz gut. Ja, aber ja, ich bin im Verhältnis und nicht der größte Captain America-Leser oder Fan. Also darum ist das immer so ein bisschen relativ. Ja, kommen wir dann zum zweiten Heft. Also Abyss, also die Schwester von Ex Nihilus, merkt, dass Thor irgendwie
anders ist. Sie sagt, es sei so, also sei so, als würde er nicht aus hier und jetzt irgendwie sein, was für mich irgendwie das Gefühl von Zeitreise, also mir das Gefühl von Zeitreisen gibt, was irgendwie seltsam ist, weil, na gut, wir haben natürlich unterschiedliche Zeiten bei Thors Reihe. Da gibt es halt den jüngeren, den normalen Thor und den älteren Thor, aber der hat jetzt hier mit nichts zu tun. Also ich glaube, das meint sie wohl eher einfach darum, dass er halt kein normaler Mensch ist, sondern halt göttlicher ist. Aber ich finde, sie formuliert das irgendwie komisch oder es wird komisch übersetzt, ich habe keine Ahnung. Aber naja, okay, das... einfach nur so am Rande, was mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist. Ja, Ex Nihilus erzählt dann halt von den Bildern, die man vielleicht auch schon aus Infinity kennen könnte, wenn man es zuerst gelesen hat, wie ich. Und erzählt dann halt davon, über die halt generell, wie gottgleich das ist. Es wird auch wieder gesagt, dass sie einer der ersten Wesen im Universum sind, wo ich mir ehrlich gesagt denke, Gott, entscheidet euch endlich, wer jetzt der Erste war. Ey, es ist gefühlt jeder irgendwie so mal irgendwie der Erste gewesen. Ne? Also langsam wird es langweilig so, ne? Weil ja, irgendjemand muss doch mal irgendwie ein bisschen... Eternity-mäßiger sein, irgendwie so als der andere. Kannst du doch nicht jedes Mal, immer wenn irgendwie eine gottgleiche, multiversale Figur dargestellt werden, ist das immer so, ja, er ist halt den Anbeginn der Zeit des Universums da und das macht ihn gleich richtig heftig. Geht mir auf Dauer ein bisschen auf die Nerven. Aber er erzählt dann halt auch, dass die dann halt zuerst eigentlich ganz normal halt, ja, so das Universum bestreitet haben und dann halt auch so welche Roboter, diese Aleph kreiert haben, der auch dieser Roboter ist, der Captain America, der fertig gemacht hat. Die haben dann aber auch irgendwann angefangen, Leben zu zerstören, aber halt auch Leben zu kreieren. Zum Beispiel gehören Ex Nihilus und Abyss, sind praktisch von diesem Aleph, den sie da haben, kreiert worden. So könnte man so sagen, von denen geboren worden. Und das ist dann, ja, aber naja, wir konzentrieren uns natürlich auch immer eher auf das Zerstören anscheinend. Und ja, man kennt es ja auch aus Infinity, dass die Bilder auch ein großer Gegner der Avengers dann werden. Das, ist dann halt auch irgendwie problematisch immer wieder. Können die Leute nicht einfach mal friedlich sein? Ex Nihilus behauptet natürlich auch, nur Gutes zu wollen und die Bilder grundsätzlich ja auch. Das kann halt hier und da dazu führen, dass was kaputt geht, tut mir leid. Nein, so hat er es nicht gesagt, aber so wirkt das auf mich manchmal. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen in die Vergangenheit, um ein bisschen was zu erklären. Denn Tony und Steve reden darüber, dass sie also erstmal sehr verschieden sind, was wir auch alle eigentlich sehr bestätigen können. Und was für ein Team sie jetzt gerade aufbauen. Da erstmal das normale Team mit ihm und Captain America und Hulk und so weiter, wo auch das zum Thema kommt, so, sollten sie wirklich Banner dazu holen? Da gab es doch bis jetzt auch immer große Probleme. Sehen wir nochmal World War Hulk zum Beispiel. Und generell, ja, man ist nicht immer so leicht, Hulk zu kontrollieren. Und naja, wir sehen es ja jetzt hier auch wieder, dass es schlecht war, weil ja, Hulk ist jetzt halt manipuliert worden und konnte damit auch Thor fertig machen. Ist auch wieder negativ gewesen. Haben ihn aber, wir wissen es ja, auch wieder reingeholt ins Team. Darum, naja, man lernt anscheinend nicht so wirklich aus seinen Fehlern. Ja, also die Avengers bauen dann halt ein neues Raumschiff, damit sie dann halt zum Mars kommen und nennen es dann die Rächermaschine. Ich hasse das Wort Rächer. Ich finde es so schlimm. Also wirklich, also nennt es doch einfach die Avengers. Bitte, einfach Avengers. Aber Rächer, auch wenn ich mir alte Comics durchsehe, so die Rächer, der rote Blitz oder sonst was. Oh, ganz schlimm finde ich. Nee, komme ich gar nicht mit klar. Aber okay, das Wort scheiße, Punkt. Ja, die unterschiedlichen Helden werden dann unterschiedlich dann auch rekrutiert natürlich. Logan wird dann Bier angeboten. Peter wird Geld angeboten. Das fand ich irgendwie sehr erschütternd, weil man sieht dann einfach so, wie Tony ihn, also wie Peter dann Tony in den Arm fällt und irgendwie sagt von wegen, oh Gott sei Dank. Das wirkt halt sehr, ja, ich weiß nicht, was Peter da gerade hat irgendwie, oder der große Geldnot hat. Ich habe keine Ahnung, das wirkt halt nur sehr traurig irgendwie so. Und Shang-Chi nach Motivation und so weiter und so fort. Sam bekommt ein bisschen Futter für seine Vögel und jeder ein bisschen was anderes. Da müssen wir jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Ja, das soweit erstmal dazu. Es geht halt erstmal so um das Sammeln und dann auf da. Ja, die Zeichnungen werden hier in meinen Augen ein bisschen schlechter. Also hier im zweiten Heft. Also Carol und Jessica, die auch rekrutiert werden, sehen halt
sehr schrecklich aus, muss ich einfach sagen. Die sehen sehr schrecklich arrogant aus. Also auch die haben es sogar geschafft, Steve Rogers wie ein arroganter Schnösel aussehen zu lassen. Und Tony hat dann auch irgendwie so eine Art Schmalzlocke irgendwie so. Also das Aussehen und auch die Zeichnungen dann zu den Charakteren. Das sieht irgendwie sehr komisch aus. Ist wohl eigentlich der gleiche Zeichner, aber irgendwie finde ich es hier noch schlimmer. Da muss ich leider auch irgendwie sagen, also das fand ich das erste noch eigentlich, das konnte man so gut machen, aber das zweite sieht nicht so toll aus, finde ich. Ja. Ja, auf jeden Fall, am Ende fallen dann auch noch auf die Erde noch halt mehrere Monsters vom Mars dann halt und greifen halt Menschen an. Und Steve beschließt, dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Und ja, durch Manifold können sie dann zum Mars reisen. Der ist halt doch ganz mächtig. Man wird gespannt, wann der ins MCU kommt. Nun zum dritten Band, der Garten, also dritten Heft meine ich zumindest. Ja, eine neue Geburt findet halt jetzt hier statt. Ein neuer Adam wird geboren, wo ich ein bisschen komisch finde, warum Adam? So Exilus, soweit ich das richtig mitbekommen habe, hat halt davor nicht wirklich viel mit der Erde zu tun gehabt. Der kennt eigentlich so gut eigentlich nicht die Geschichte von Adam und Eva. Das ist dann halt wirklich wieder so etwas, was mich ein bisschen rauswirft, weil das wieder so ganz klar zeigt, dass es hier von Menschen gemacht wurde. Und das, was ein Mensch halt im Kopf hat, ist halt Adam als erster Mensch unter anderem. Und wirft es dann halt so rein. Das macht hier da wieder ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen komisch. Das ist genauso mit Adam Warlock. Ist ja auch so ein Neugeborener. Könnte man sich das ja auch mal so vorstellen. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Diese neue Kreatur heißt jetzt einfach Adam. Wurde halt von Ex Nihilus so genannt. Können wir halt nichts gegen ändern. Ja. Abyss macht hier noch deutlich am Anfang, dass sie sich Thor halt schon so als Partner vorstellen kann. So deutet an, dass sie ihn attraktiv findet und ihn auch als Gottesgemahl vorstellen könnte. Ja, wirkt ein bisschen komisch so. Sie küsst ihn dann auch. Und Thor ist dann halt aber trotzdem nicht wirklich angetan davon. Der hat noch ganz andere Leute, um die er sich kümmern kann, anstatt Abyss. Aber ja, war ein bisschen, weiß nicht, fand ich komisch, aber okay. So hat Thor halt manchmal seine Effekte auf Frauen, keine Ahnung. Ja, Adam ist schon, also wo er geboren wird, ist er halt schon ein aufgewachsener Mensch. Also ist auch in meinen Augen ein bisschen komisch, warum nehmen wir ihn nicht so als Baby, aber nein, wir wollen es ja praktisch, also ist er komplett schon ein ausgewachsener Mensch. Und er spricht aber eine unbekannte Sprache oder undeutliche Sprache, könnte man sagen. Und das scheint dann der Code der Schöpfungsmaschine zu sein, zumindest sagt es Abyss so. Und Exilus sieht es halt einfach als neues Leben jetzt an. Ja, und dann greift halt auch schon Cap mit seinem Team jetzt an. Da sagt noch, aber er zuerst noch alleine mit ein, zwei. Und da kommt Tony eigentlich noch von wegen, ja, wollten wir nicht alle rufen und dann kommen dann alle. So, das hat so einen kleinen Endgame-Feeling von wegen, dass jetzt dann halt hinter Cap dann alle auftauchen, um dann halt jetzt den Gegner richtig auf die Schnauze zu hauen. Ja, Tamara, also Captain Universe, scheint hier aber irgendwie verwirrt zu sein. Sie ist eigentlich von Anfang an eigentlich da dabei, aber sie ist dann hier erstmal verwirrt, wie sie hergekommen ist. Wo ist sie jetzt hier wirklich? Findet das total komisch. Sam schafft es, also Falcon schafft es dann, auch die Tiere, die von Ex Nihilus jetzt neu geschaffen wurden, auch noch halt dazu zu bringen, durch die Vögel, die dann halt dazu zu bringen, dass sie halt weglaufen. Da habe ich ehrlich gesagt auch zu wenig Hintergrundwissen zu Falcon selber irgendwie. Also anscheinend kann er ja in den Comics wirklich Tiere, also zumindest Vögel, auch richtig kontrollieren. Ich weiß halt nur nicht, hatte dafür irgendwie Gerätschaften oder ist das halt wirklich einfach eine Superkraft von ihm? So wie Aquaman halt die Fische durch Schallwellen und so weiter kontrollieren könnte oder zumindest hinmanövrieren könnte. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig. Falcon ist jetzt auch einer der Charaktere, die ich mehr aus den Filmen kenne als aus den Comics selber. Und wenn, aus den Comics auch eher als Captain America als Falcon. Darum fehlt mir da hier und da auch Hintergrundwissen, fällt mir dann immer wieder auf. Ja,
Wolverine kann dann halt auch die ganzen Gefangenen befreien. Und ja, bei Thor dauert es ein bisschen länger, weil Dwayne ist das ein bisschen strammer. Aber als Thor frei ist, weiß Abyss, fuck, wir sind am Arsch. Und Thor schleudert dann auch direkt einen fetten Blitz auf die drei, also auf Abyss, Exnilos und Aleph. Und ja, Abyss verliert dann dadurch auch die Kontrolle über Hulk, der dann halt direkt zu Bruce Banner wieder wird. Und gerade hat er noch halt gegen Hyperion gekämpft. Und ja, dann ist Bruce dann ein bisschen verwirrt und Hyperion will ihn dann einfach direkt aufhelfen, weil, ja, wir wissen ja, dass er halt unter Kontrolle war. Shang-Chi kann dann direkt dem Aleph sogar gleich die Beine weghauen. Da habe ich auch, also anscheinend ist er halt stark genug dafür. So ist halt auch immer so, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Versionen. Mal ist er halt eigentlich nur ein Martial-Arts-Kämpfer, dann ist er mal wieder, gibt es auch Versionen, wo er dann wieder stärker ist. Also das ist dann halt auch irgendwie schon unterschiedlich und in meinen Augen, so als jemand, der ihn noch nicht so lange kennt, denkt mir die ganze Zeit, es wirkt halt einfach wie bei der Iron Fist. Ja, ohne halt wirklich die Iron Fist selber zu haben, aber okay, ich könnte sogar mir vorstellen, dass Shang-Chi stärker ist als Iron Fist, da Iron Fist ja eigentlich immer erstmal sein Chi sammeln muss und das ja hier und da auch wirklich schwächen könnte und Shang-Chi könnte mehr Ausdauer haben, könnte ich mir vorstellen, habe aber halt gar keine Ahnung, darum weiß ich es nicht hundertprozentig. Captain Universe entdeckt dann halt auch Adam auf dem Boden und bereitet dem Chaos, der dann halt da stattfindet, dann ein Ende. So, das hat sich jetzt. Alle sind ein bisschen verwirrt, was passiert jetzt hier. Und aber als Abyss und Exnilos bemerken, was welche Identität sie da jetzt gerade vor sich haben, also die Mutter, das Universum vor sich, gehen sie halt direkt auf die Knien. Aber der Aleph bezweifelt, dass sie eine Gottheit ist. Aber sie selber, sie erklärt halt seine Fehleinschätzung ein und generell die Fehleinschätzung von denen, was sie da halt gerade tun. Und fragt dann halt stumpfsinnig einfach mal nach Kuchen. So, er redet gerade über dieses ganze universale Ding irgendwie so und fragt dann so, ja, früher hat Mutter immer einen Kuchen gemacht. Und als der Aleph auch angreifen möchte, fragt sie auch nur noch so mit einem schrägen Kopf irgendwie so, Kuchen? Also der Aleph stellt sich dann halt gegen Captain Universe, fragt, ob er nicht seine Aufgabe halt erfüllen müsse, da er überhaupt auf diese Entscheidung gekommen ist. Also irgendwie sieht er sich da relativ als absolute Person oder also das, keine Ahnung, wie die genau irgendwie ticken, aber das ist halt so seine Frage. Und sie antwortet dann darauf, dass das Universum, also sie selber halt auch mehr oder weniger voller Mysterien steckt und sie auch nicht auf alles eine Erklärung hat, aber sie bittet ihn einfach um Rückhalt, was er aber halt nicht machen kann. Und dann ist es halt relativ cool, denn sie kann dann einfach mit einem Tippen auf der Brust des Aleph dann ihm einfach direkt in 1000 Teile zerstückeln und ja, hat ihn dann halt einfach direkt zerstört. Das zeigt halt ein bisschen so, weil das ja, ist halt so eine allmächtige Maschine gewesen und ja, sie kann das halt einfach mal easy weghauen. Finde ich cool, wie schon gesagt, ich finde sie interessant. Muss ich mal gucken, was es da noch so gibt. Ja, Tony sagt dann auch noch eben scherzhaft von wegen, ja, Steve, erinnere mich daran, dass ich ab jetzt immer Kuchen dabei habe, wenn sie in der Nähe ist. Fand ich dann, muss ich schmunzeln, ne? War ein bisschen witzig. Ja, und Exnilos und Abyss sehen dann auch ein, dass ihr Weg halt doch irgendwie nicht der richtige war und dass jetzt Veränderung notwendig ist. Und ja, sie versprechen dann auch, dass sie in ihrem Territorium jetzt auch bleiben. Exnilos fragt sich aber trotzdem, was macht die Erde denn jetzt so besonders, dass ausgerechnet unsere Mutter, das Universum, euch so beschützt, was soll denn das? Und Cap weiß es halt selber auch nicht. Er kann nur raten, sagt er, und sagt, weil es die Welt der Avengers ist. Das ist ein bisschen protzig, aber okay. Gut, er hat ja halt auch keine Ahnung, so, warum das so ist oder warum auch nicht. Aber es stört mich halt ein bisschen schon oftmals. Das ist aber nicht nur hier in Comics, das ist auch im Film oder sonst welchen Medien, Büchern oder sonst wie. Die Erde ist immer das oberste Maß irgendwie. Das finde ich bei Green Lantern immer sehr relativ interessant, weil da auch oftmals sich lustig über die Menschen und die Erde gemacht wird, weil es manchmal einfach absurd ist, wie sehr sich Menschen und die Erde sich im Vordergrund sehen, als wäre sie so das Zentrum des Universums, sie wären das Wichtigste und so weiter, was sie halt aber auch manchmal in den ganzen Geschichten auch sind, so, wenn man sich zum Beispiel Thanos oder sonst oder Galactus anguckt, wo das immer so wirkt, als wäre die Erde so das unbezwingbarste, die stärkste Welt und sonst was, obwohl es da draußen so viele andere Welten gibt, die viel mehr zu bieten hätten. Also wir haben halt hier ein paar Helden, aber manche haben hier die ganze Bevölkerung aus Supermenschen. Darum finde ich das manchmal ein bisschen komisch. Also was heißt Supermenschen? Halt einfach Wesen oder Lebewesen, was halt, die halt einfach Wesen schon grundauf stärker sind als menschliche Wesen. Darum, weiß ich, finde ich ein bisschen komisch, aber okay. So, sie
klären das halt, dass sie in ihr Territorium bleiben. All super dufte. Sie haben das geklärt. Ja, und dann heißt es am Ende, dass so jetzt die Expansion begangen hatte. Und alles begann halt mit zwei Menschen. Steve stehend für das Leben und Tony stehend für dein Tod. Das verstehe ich nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Denn, also gut, Tony hat halt schon genug Sachen aufgebaut, was Tod hervorgebracht hat. Aber dass er jetzt explizit, weil er ist ja eigentlich auch dafür, dass man die Welt beschützt und Leben rettet und sonst was. Also er ist ja jetzt kein Mensch des Todes, denke ich mir eigentlich. Also, keine Ahnung. Schreibt mir ruhig eure Interpretation in die Kommentare, was ihr euch darunter vorstellt. Ich fand das nur ein bisschen seltsam. Natürlich im Vergleich zu Steve schon irgendwie, weil Steve mir die Hoffnung trägt. Aber ja, irgendwie finde ich es schon ein bisschen drastisch. Ist natürlich aus der heutigen Sicht ein bisschen witzig, wenn man sich dann so guckt, okay, Tony steht für den Tod. Was haben wir jetzt in Endgame gesehen? Ja, den Tod von Tony Stark. Natürlich wussten sie es damals noch nicht. Schätze ich mal, zumindest jetzt, vielleicht Kevin Feige, ich weiß es nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Hickman jetzt das schon wusste oder generell sich das bei Marvel jetzt schon so gedacht wurde. Also das sehe ich jetzt nicht als Foreshadowing oder sonst was groß an. Ja, die Zeichnungen hier finde ich auch wieder besser als im zweiten Heft. Aber ja, ist halt immer noch so einfach normal, wird mir nicht in Erinnerung bleiben groß. Na, jetzt hier für ein paar Stunden, ein paar Tage vielleicht, weil man es jetzt ja auch gerade aktuell gelesen hat. Aber das verfliegt dann auch schnell wieder. Und im Heft 4 mit dem Titel Tod und Wiederauferstehung wahrer Titanen geht es hier hauptsächlich, also unsere Hauptfigur in diesem Heft ist Hyperion. Ich habe zuvor nicht so viel von Hyperion mitbekommen, also ich kenne ihn und weiß halt, dass er jetzt auch einer Gruppierung gehört, die halt praktisch der Justice League ähnelt. Er ist praktisch Superman aus Marvel-Universum. Und aber sonst weiß ich eigentlich gar nicht so viel darum, war das Heft jetzt hier. Ich finde es halt so faszinierend, wie man manchmal echt Sachen vergisst, weil ich habe die Avengers-Reihe schon halt gelesen, aber die Zeichnung und die Story ist jetzt auch nicht das Allergrößte. Man vergisst Sachen halt auch nach einer Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Avengers gelesen habe, vielleicht vor 3 oder 4 Jahren oder länger. Sind das so Sachen, die man vergisst, und darum wirkt das halt gerade für mich ein bisschen so, als hätte ich das erste Mal gelesen. Aber ja, Hyperion, hier habe ich mal ein bisschen auch was Neues gelernt. Das ist auch vielleicht meine Hoffnung, dass man dadurch, dass man hier so welche größeren Videos macht, irgendwie so, dass man das mehr im Kopf behält, weil man jetzt auch das nochmal wiederholt und sagt und so weiter. Wer weiß, vielleicht bleibt es dann einfach so besser im Kopf, ja. Nun werden von S.H.I.E.L.D. und auch den Avengers S.H.I.E.L.D. wird hier auch noch aktuell von Maria Hill geleitet. Die untersuchen gerade noch die Einschlagstellen, also von den Außerirdischen auch vom Mars halt, diese ganzen Wesen, die die Erde da angegriffen haben. Und ja, es führt sie dann zum wilden Land, wo mehrere Einschläge gegeben haben. Und ja, versuchen die dann zu verifizieren, also zu finden und wenn dann zu helfen oder einzudämmen und so weiter und so fort. Und ja, dann kommen wir mit Rückblenden halt die Geschichte von Hyperion vorgesetzt, sagen wir mal so. Es wird erstmal gesagt, dass es 2 Hyperions gegeben hat, angeblich. Das wird auch öfters wiederholt und es wird dann auch gesagt, dass einer davon alles verloren hat und einer alles gewinnen kann. Das bezieht sich darauf, dass, jetzt fange ich erstmal damit an eigentlich, dass er zuerst kam er von einem anderen Planeten, wie Superman halt, und kam dann halt auf der Erde, wo er von jemandem namens Father aufgenommen wurde und auferzogen wurde. Dieser wollte dann die Erde verändern, also die Gesellschaft und so weiter, und umformen. Anscheinend ins Positive. Es hört sich halt irgendwie diktatorisch an, aber angeblich soll es halt eigentlich in die positive Richtung gehen, weil die Gesellschaft ist ja sehr verdorben, also möchte es eher positiver machen. Dann erfahren wir auch noch, dass Hyperions richtiger Name Markus ist und dass ihm von diesem Father halt 3 wichtige Sätze auf dem Weg mitgegeben wurden. Wahrheit ohne Kompromiss, Denken ohne Irrtum und handle immer nur zum Besten des Ganzen. Ja, das sind die 3 Sachen, die ihm mitgegeben wurden. Das, sagen wir mal so, sind halt schon mal gute Vorsätze. So, das kann man schon so ganz gut nehmen, finde ich eigentlich. Könnte auch von Jonathan sein. Aber okay, wurde ihm halt jetzt so mitgegeben. Die beiden erschufen dann halt eine neue, bessere Welt, zumindest in deren Augen. Wo aber doch nicht alles so positiv scheint. Denn wir sehen zum Beispiel, wie ein kleiner Junge von Polizisten mitgezerrt wird. Ich weiß gar nicht, ob der geweint hat, sah zumindest sehr traurig aus.
Und das, wir wissen wohl nicht warum, also es könnte ja theoretisch auch wirklich einen guten Grund geben, warum das passiert, aber es sieht halt einfach erstmal so aus, als würde das sehr unfair zu laufen und Hyperion das halt eigentlich einfach nur mit ansehen und das sieht halt schon ein bisschen komisch und dann einfach böse dann aus. Das ist aber halt einfach nur eine Sache, ja, wir wissen halt eigentlich gar nicht, was da genau los ist, darum, naja, okay. Und dann sehen wir halt, also die Welt, es geht dann halt mehr und mehr in den Abgrund zu. Die Welt steht in Flammen, es geht kaputt. Und bevor Hyperion mehr machen konnte, wird er von AIM aus seiner Welt gezerrt und in unsere, also die von 616, wie ich das richtig eigentlich sehe, in diese Welt halt gebracht. Also ist Hyperion von einem anderen Planeten und aus einem anderen Universum. Also da wollte man halt gucken, dass man Superman noch ein bisschen heftiger darstellt. Ich finde es halt aber grundsätzlich eigentlich ganz cool und auch echt grausam, so, ne? Dass du da von deinem eigenen Universum auch noch weggezerrt wirst. Ja, und das macht dann auch dementsprechend mehr Sinn, dass es zwei Hyperions gibt. Einer, der alles verloren hat und einer, der alles in dieser neuen Welt gewinnen kann. Ja, also ich finde es sehr interessant. Also mir macht das echt Spaß. Also das fand ich, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass bei Hyperion noch im Hintergrund noch sowas Interessantes steckt. Ich dachte eigentlich wirklich so, dass er halt einfach, ja, einfach 1:1 Superman so weit ist. Er hat auch viele Sachen von Superman, obwohl er schon ein bisschen, ja, härter ist. Also Superman ist mehr ein Symbol von Hoffnung als Hyperion das ist. Aber okay. Ja, Hyperion wurde dann auch natürlich gefangen gehalten. Es lässt ihn ja nicht einfach frei. Wer wäre AIM denn, wenn die das tun würden? Aber er wurde dann von den Avengers gerettet. Ja, das zeigt dann halt schon mal ein bisschen, wo die Sympathie zu den Avengers natürlich auch herkommt. Ja, dann sehen wir, wie unsere Helden dann ins wilde Land kommen. Und Thor findet dann halt noch irgendwie so ein Getränk, wo er sagt zu Hyperion, das sei wie Wodka, nur halt für Männer. Fand ich halt schon ein bisschen arrogant. Na, aber ja, Thor braucht halt schon etwas Stärkeres als Normalsterbliche. Kennen wir ja aus Age of Ultron. AIM-Mitglieder scheinen aber hier gerade schon an Eiern oder Kokons, wie man sie halt nennen möchte, zu arbeiten oder zu untersuchen. Na? Was ja den Avengers natürlich nicht gefällt, weil, hallo, das sind AIM-Soldaten. Aber okay, wir sehen aber zuerst mal, dass die anscheinend ein Virus an einen Praktikanten ausprobieren. Das ist halt schon echt hart. Die rufen dann einfach nur so einen Praktikanten daher und sagen so, ey, wir sind ja alle Doktoren, da wird nichts Schlimmes passieren, passt schon. Denn er hat auch noch irgendwie BAföG-Schulden und die versucht damit halt abzuarbeiten. Ja, der Praktikant überlebt das nicht. Keiner hilft ihm, keine Ahnung, passt halt. Ein AIM-Mitglied sagt dann auch noch, ja, eigentlich sehr bitter, dass er so besser dran sei mit so welchen BAföG-Schulden, weil die anscheinend sehr hoch sind. Ich weiß nicht, wie man sich so hoch verschulden kann mit BAföG, dass der Tod es wert wäre. Aber okay, lassen wir so stehen. Ja, wie schon gesagt, die Avengers sind natürlich voll gegen AIM, ist ja ganz klar, wollen, dass sie sich verziehen. Und bevor da aber mehr passieren könnte, kommen aber schon Tentakeln aus dem Praktikanten raus, die dann auch die AIM-Soldaten angreifen. Die werden aber dann schnell von Thor und Hyperion vernichtet, so die Tentakeln. Also das ist, glaube ich, für die gar kein Problem erstmal. Ja, dann werden die AIM-Soldaten natürlich auch festgenommen. Carol fragt dann noch einem AIM-Soldaten, warum sie das getan haben. Und ein AIM-Soldat sagt einfach nur aus Neugier. Ja, die sind natürlich dann auch neugierig, was in diesen Kokons, Eiern, dann halt drin ist. Hyperion denkt sich dann, also denkt an die Vorsätze des Fathers. Und ich finde das so sehr, den Fathers, ne, zu sagen, irgendwie so, das ist so, man hat einfach in Deutsch geguckt, dass man das englische Wort beibehält, aber grundsätzlich ist es einfach, er nennt sich selber einfach der Vater, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, das ist viel zu bescheuert, aber egal, so ist es. Er möchte, egal was da jetzt halt drin ist, dem Leben eine Chance geben. Finde ich also schon mal lobenswert. Also man muss auch mal ein bisschen mit Hoffnung an die Dinge rangehen und nicht immer nur mit Angst und so gleich alles zerstören wollen. Also das ist schon mal vorbildlich, finde ich zumindest. Und aus den Kokons kommen dann halt kleine Mensch-Zebra-ähnliche aussehende Wesen raus, sehen sogar eigentlich ganz niedlich aus, muss man so sagen. Also da war Hyperions Entscheidung also goldrichtig. So, hätten natürlich auch irgendwelche Riesenmonster sein können, aber ja, das sind die Avengers. Hätten die denn ja auch besiegen können, also gar kein Problem. Ja, AIM wird dann natürlich auch festgenommen und so weiter. Und Carol sieht dann auch noch, dass ein Soldat dann halt auch noch schmunzelt.
Und er verhöhnt sie ein bisschen so und sagt, spricht in seinem Lob aus, wie super sie das gemacht haben und wie gut sie das alles bereinigt haben. Aber er weiß ganz genau, da draußen ist noch etwas, denn es gibt noch eine weitere Einschlagstelle, die von anderen Angel-Daten gefunden wird. Und da ist irgendetwas in Eis gefroren. Keine Ahnung, was das sein soll. Wird, soweit ich das jetzt im Kopf habe, auch hier in dem Band erstmal noch nicht mehr aufgegriffen. Ja, am Anfang finde ich die Zeichnungen halt ja, sehr blöd. Also mühelos, also sehr langweilig, langweilige Kolorierung. Also ganz am Anfang noch richtig blöd irgendwie. Das verbessert sich im Laufe. Es wird etwas schon besser, auch in den späteren Heften und so weiter. Aber die Zeichnungen von Apenya fand ich dann schon allgemein besser. Aber ja, beides ist halt nicht das Größte und man kann aber so relativ damit leben. Aber ich finde sowieso was Großes wie Avengers, hätte man da schon größere Zeichner nehmen können als jetzt die beiden. Ich finde das mal so gemein, so, weil bestimmt gehen sie sich ja trotzdem über. Aber ja gut, wenn manche halt nicht so einen guten Zeichnungsstil haben, ist okay. Das Problem, was ich halt auch immer habe, wenn, ist, dass er so eintönig ist. Also es gibt ja auch schlechte Zeichnungen, aber gucken wir uns mal den meinen Augen, für mich persönlich, den miesesten John Romita Jr. an. Also ich finde seine Zeichnung blöd, total blöd. Aber trotzdem, überall wo du ihn siehst, auf dem Cover, auf irgendeinem Panel oder so, die Leute wissen, also zumindest im Comic-Bereich, das ist John Romita Jr., ob man es mag oder nicht. Also er hat seinen eigenen Stil. So. Aber es gibt halt echt so viele Zeichner da draußen, die haben halt nichts Besonderes. So, das ist halt einfach so, das ist Standardwerk und das sind die beiden hier leider auch. So, das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber auch wieder okay, weil, naja, gut, es könnte halt auch John Romita Jr. sein. Und das wäre für mich sogar noch schlimmer. Also, ist halt sehr für und wieder, ne? Also, darum, es ist so, ja, schon irgendwie meckern auf hohem Niveau, finde ich. Im fünften Heft, genannt Superwächterin, geht es hier um Smasher. Also, das ist Smashers Heft, also allgemein. Wir sehen halt, wie Izzy, der unsere aktuelle Smasher hier zumindest ist, eine Brille auf dem Maisfeld findet, die einfach von einem vorigen Smasher kommt. Zumindest ein Teil davon, der sich dann neu bildet in eine normale Brille wieder. Und wir lernen dann erstmal ihre Familie kennen. Also, sie hat einen Vater, der halt anscheinend viel beschäftigt ist, und einen kranken Opa, der zumindest wirklich am Anfang erstmal so mies gelaunt ist, so, ne? Also wir erfahren auch, dass Izzy gerne die Sterne mag, sie mag es gerne zu beobachten. Wir erfahren auch vom Opa, dass sie früher auch Astronomie und so weiter studiert hat, das dann aber anscheinend nicht da weitergegangen ist. Schade für sie. Und ja, während sie auch die Sterne dann mal wieder abends beobachtet, spricht die Brille auch zu ihr und sagt, sie solle sie aufsetzen. Die tut sie dann auch und ja, eine neue Smasher ist dann auch geboren, beziehungsweise hat sie schon mal den Look dafür. Sie fliegt dann auch direkt weg, wird dann auch sogar vom Opa gesehen, der das irgendwie gar nicht sonderbar findet. Das finden wir aber dann erst gleich heraus. Ja, und sie fliegt dann auch direkt zum Shi'ar-Imperium. Ich hoffe mal, dass die von der Brille so geleitet wird, weil es wäre irgendwie seltsam, wenn sie direkt den Weg weiß. Und ja, direkt auch nach Candela, wo sie dann auch die Garde bzw. die Superwächter findet, vortrifft und den Maestro. Irgendwie blöderweise wird ihr am Anfang direkt immer klar gemacht, dass sie eine Unterwächterin ist. Also nichts Besonderes sei. Also zumindest wirkt es auf mich so. Warum man das auch immer macht, keine Ahnung. Ja, und das ist halt erstmal die Vergangenheit. Es gibt halt hier einen Zeitschrank mit der Vergangenheit und die Gegenwart, weil sie ist ja schon längst Smasher. Das ist halt immer nur nochmal eine Hintergrundstory dann halt. Und ja, in der Gegenwart sehen wir, dass Tony versucht herauszufinden, also was hinter Adam und der Sprache halt steckt. Und er findet heraus, dass sein Name Black Veil ist, wie man es aussprechen möchte. Was später ein bisschen witzig wird. Aber okay, er ist der Meinung, dass er es ordentlich rausgefunden hat. Ist doch schön. Ja, und dann haben wir halt das Problem, dass am Rande des Shi'ar-Imperiums gerade Chaos herrscht. Also in der aktuellen Zeit. Und ja, da werden die irgendwie von lebenden Drohnen angegriffen. Und da kommt dann halt Smasher mit den Avengers denen zu Hilfe. Ja, und zusammen können sie dann halt diese Drohnen vernichten und besiegen, ja. Und Izzy wird dann halt dadurch, durch diese heldenhafte Aktion, durch diese Hilfe, ja, ganz schnell zur Superwächterin ernannt. Ich finde es hier, ehrlich gesagt, ist irgendwie schwach geschrieben, ehrlich gesagt, weil du hast ja, also ich persönlich habe hier mit Izzy im Vergleich zu Hyperion weniger Interesse erstmal, aber das ist vielleicht auch meine eigene Präferenz. Aber so allgemein ist hier keine Fallhöhe, so, wir kriegen die Superwächter. Mich interessieren die Superwächter gar nicht. Ich kenne nur Maestro von diesen Typen Leuten und der interessiert mich eigentlich auch verhältnismäßig sehr wenig.
Und darum habe ich dieses Superwächter-Symbol halt auch gar keine Verbindung. Es ist mir egal, ob jemand so wird oder nicht, irgendwie so. Ich sehe damit keinen großen. Es wird einfach nur da gesagt. Und sie wird halt immer sehr runtergemacht als Unterwächterin. Und hier, schwuppsdiwupps, hat sie dann eben mal geholfen und schon wird sie zu so einer Superwächterin ernannt. Wo ich mir denke, hey, ist sie jetzt irgendwie so. Das wirkt für mich so, als würde man Anakin Skywalker die ganze Zeit Jüngling nennen. Dann macht er eine Heldentat und sofort sagt Mace Windu, oh, komm zum Jedi-Rat, so. Du bist ein Meister. Da würde man sich auch denken, hä, okay, wie geht dieser Sprung? Was soll das? Und so wirkt das für mich jetzt hier gerade darum, weiß ich, irgendwie hat dass sie zur Superwächterin wird, gar keine große Bedeutung. Für mich zumindest nicht, beim Lesen. So. Das ist ein bisschen schade oder schwach geschrieben, finde ich. So, hätte man vielleicht besser machen können, aber okay. Sie geht dann natürlich auch zurück zu ihrem Vater und ihrem Opa, also wir sind jetzt wieder im vergangenen Bereich. Und da wird auch erklärt, dass natürlich, wenn man im Weltall ist, die Zeit halt ein bisschen anders verläuft. Und während für sie das anscheinend sehr, relativ kurz war sogar, war das auf der Erde für den Vater und der Opa ein Monat. Und ja, die sind natürlich sehr heilfroh, dass sie noch lebt. Und da kommt der, fragt sie natürlich, wie es dem Opa geht und der Vater guckt nur traurig. Ich dachte, es ist sofort, oh shit, jetzt ist er tot. Aber sein Zustand hat sich nur verschlechtert. Nur, also ist halt schon genug eigentlich, aber okay. Er gibt Izzy dann auch eine Karte, wo von Steve drauf geschrieben wurde, dass er jederzeit anrufen kann, falls was ist. Und hinten natürlich auch mit dem Avengers-Logo verziert. Da stellt sich mir natürlich irgendwie die Frage: Ist der Opa jetzt ein früherer Smasher gewesen? Oder generell? Also, ich, keine Ahnung, es wird jetzt kein. Ich habe da keine Ahnung von der Verbindung oder irgendwie. Also wenn jemand da mehr weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, aber okay, das scheint dann so zu sein, ne? Aber Cap sagt dann auch noch in der Gegenwart, dass ihr Opa sehr stolz auf sie gewesen wäre, so wie es jetzt gerade mit alles gelaufen ist. So sie jetzt als Mega-Superwächterin, so ja, wie schon gesagt, hat für mich jetzt nicht die größte Bedeutung, aber okay, ist so ganz nett mit dem Opa alles. Am Ende sehen wir dann noch da, beim Maestro, also beim Shi'ar-Imperium, wie jemand für Informationen gefoltert wird oder wegen Informationen und sie erfahren, dass die Drohnen, die sie angegriffen haben, eigentlich gar nicht, also sie angegriffen haben, sie sind nur vor etwas geflohen. Was es ist, das weiß man zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht, ja. Sendungen sind hier im Großen und Ganzen ein bisschen besser als im vorherigen Heft, aber vielleicht habe ich mich auch einfach nur dran gewöhnt. Also kann sein, dass es halt besser wird, vielleicht habe ich mich auch nur dran gewöhnt, aber es bleibt halt unspektakulär und ja, man wird es nach und nach vergessen. So, dann jetzt im sechsten Heft, das dann heißt Zen und die Kunst der Kosmologie, geht es hier um Captain Universe. Ja, das ist dann ihr Heft und auf das habe ich mich dann am meisten gefreut. Also, wie schon gesagt, ich finde sie halt interessant und denke mir so, ja, nice, wir erfahren jetzt mehr von ihr. Das ist super. Also, ich muss auch sehr sagen, dass ich das hier am interessantesten finde, abgesehen von der Anfangs-Hauptstory, aber von den drei ja, Charakter-Stories, also Hyperion Smasher und Captain Universe finde ich Captain Universe am besten, Smash am schlechtesten. Hyperion fand ich auch sehr interessant. Aber Captain Universe interessiert mich halt selber einfach mehr. Ja, Shang-Chi setzt sich halt zu Captain Universe zusammen, also sie setzen sich halt zusammen. Also er möchte halt einfach generell mehr von ihr erfahren, wer bzw. was sie ist, wurde auch von Tony halt drauf, also hat den Auftrag von Tony halt bekommen. Sie erzählt dann halt einfach, ja, dass für sie zuerst nichts da war und dann alles, sondern Sonnensystem und sonst was irgendwie so, wie es halt für das Universum halt so ist. Und Shang-Chi möchte Tamara sprechen, aber sie sah, also Captain Universe sagt dann, dass Tamara bzw. ihr Wirt halt kaputt ist, also nicht ansprechbar ist. Und dann holt Shang-Chi einen Kuchen raus. Also es wird dann halt Flashback, Callback zu dem vorigen Ding am Anfang gemacht und ja, ich finde es witzig, ich finde es super. Wie man einfach dann halt einen Kuchen rausholt und es funktioniert. Also Tamara kommt dann halt auch raus und will dann halt gerne Kuchen haben. Ich finde sowas süß, irgendwie sowas Kleines, nichts Besonderes, aber es ist halt irgendwie witzig. Also ja, würde mich freuen, wenn das irgendwann mal in die Filmwelt kommt, dass das auch so übernommen wird. Tamara weiß dann noch nicht, wer Shang-Chi ist, wer sie ist, wo sie ist und so weiter und so fort. Er sagt ihr dann auch ihren Namen, also Tamara. Sie findet, dass der Name sich auch irgendwie falsch anhört. Also generell alles wirkt so für sie so unrealistisch irgendwie so. Sie kann sich auch nur noch an ein Licht und einen Crash erinnern. Also mehr weiß sie dann auch eigentlich nicht mehr.
Und ja, dann kriegen wir eben eine Szene mit Spider-Man, die ja, uns natürlich auch noch in das Superior Spider-Man-Ding reinwirft. Denn Spider-Man isst Sam seinen Salat weg. Eigentlich dachte ich zuerst, er isst halt einen Joghurt, aber es ist ein eigen angefertigter Salat. So, der auch anscheinend nicht billig war, denn er wurde, wie schon gesagt, sehr eigen angefertigt und so weiter für seinen Diätplan, bla bla bla. Wurde sich nochmal ein bisschen aufgeregt. Aber er isst ihn halt einfach auf und ist auch generell sehr arrogant, denn, naja, sagen wir mal so, für die Superior Spider-Man-Kenner, die wissen ja auch, wer dahinter steckt, denn es ist ja nicht unser Peter Parker, es ist Otto Octavius, ja, Otto eben, ne? Der dann ein bisschen arroganter und selbstgefälliger daherkommt als ein Peter. Da weiß man ganz klar, Peter würde so nicht reagieren, der würde so etwas nicht machen. Ja, er geht dann auch direkt zu Tony und beschwert sich dann halt so, dass er sich von jungen Leuten nicht so behandeln, also so mit sich reden lassen will. Tony macht sich darüber aber eigentlich auch nur lustig über sein kindisches Verhalten. Es ist da auch nur albern irgendwie so, ne? Ja, das war dann halt so, eben so ein Nebending. Und ja, dann nochmal zu Tamara und Shang-Chi. Tamara kann sich nun auch an einen Autounfall erinnern. Das Schlimme dabei ist halt, dass sie dann bemerkt, dass dabei auch ihre Tochter war. Das fand ich dann interessant irgendwie so. Wir sehen dann halt, wie sie im Auto sitzt und sich daran erinnert, dass hinten ja noch jemand saß und das auch ihre Tochter anscheinend ist. Und Shang-Chi erzählt ihr dann auch noch, dass das 10 Jahre her ist. Also es scheint 10 Jahre her zu sein. Das ist erstmal ein Schock. Also das ist halt wirklich krass. Ja, man weiß auch hier nicht, was dann jetzt mit der Tochter gewesen ist. Ist sie jetzt tot? Ist sie dabei gestorben? Hat sie es doch überlebt und ist jetzt sonst wo irgendwie? Ja, also ich, es wird hier nicht aufgelöst. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie tot ist, ne? Ja, und Tamara wahrscheinlich auch mehr oder weniger gestorben ist. Wäre ja da jetzt halt nicht Captain Universe gewesen, der sie als, ja, Wirt dann genommen hat. Ja, der dann jetzt auch hier die Kontrolle wieder übernimmt, denn ja, dann wiederholt sie sich auch ja, und sagt, dass ihr Wirt halt einfach kaputt ist. Ne? Also Tamara muss den Schock dann auch erstmal jetzt verarbeiten. Sie erzählt dann auch noch, dass sich auf der Erde alles entscheiden wird zwischen Leben und Tod, was natürlich jetzt erklären würde, auch warum die Erde so wichtig ist, aber natürlich auch eine Verbindung dazu sein könnte, also beziehungsweise eine Deutung auf Steve und Tony, weil ja schon davon geredet wurde, dass Steve das Leben symbolisiert und Tony der Tod. Und vielleicht irgendeine Kampfentscheidung zwischen den beiden könnte man hier so deuten. Aber eigentlich schätze ich mal, das wird alles Deutungen zu den Bildern sein und sonst was irgendwie. Aber ja, könnte man sich so denken, so ja, hört sich das irgendwie für mich ein bisschen so an, wenn ich das so hin und her höre, ja, wenn man das so sagen kann. Ja, Shang-Chi fragt dann auch, warum sie Tamara ausgesucht hat und sie sagt dann, weil sie halt stirbt, beziehungsweise ich schätze mal, weil sie halt da gestorben ist, beziehungsweise der Körper halt sterben würde ohne Captain Universe und ja, das dann halt dementsprechend halt gut funktioniert, mehr oder weniger. Wie freiwillig das natürlich von Tamara selber ist, kann man anzweifeln. Tony grübelt dann derweil halt noch über Black Widow und die Sprache generell halt nach und dann kommt Captain Universe und kann halt dann auch die Sprache verstehen, sie lesen, korrigiert Tony dann direkt und sagt, dass der richtige Name eigentlich Night Mask ist und nicht Black Widow. Ja, peinlich, Tony. Tut mir leid für dich. Sie verbindet dann auch alle mit Night Mask, damit ihn auch alle verstehen können. Und er sagt dann direkt, das System sei kaputt und dass das große Weiß kommt. Fragezeichen, keine Ahnung. Wir wissen, also ich kann mich jetzt auch noch nicht erinnern, was da jetzt genau gewesen ist. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, was das Weiß genau da sein soll genau. Wie schon gesagt, es geht halt alles nur in die Richtung Infinity und die Bilder und so weiter. Am Ende sehen wir dann halt einfach nur einen großen pink-weißen blitzartige Wolke, die dann in Richtung Erde kommt. Ja, und ja, damit endet dieser erste Marvel Now Avengers Band auch schon. Und am Ende gibt es dann halt auch noch Buchstaben zu diesem Bilder-Maschinencode, falls man halt das Ganze entschlüsseln möchte. Und natürlich habe ich das dann nochmal gemacht, bin nochmal zurückgegangen, habe mir das nochmal angeguckt, was also Nightmares gesagt hat am Anfang, wo er vom Ex Nihilo erschaffen, also geboren wurde. Und ja, er sagt halt direkt, hier ist auch alles Englisch geblieben, also it's coming, das ist das Erste, was er dann sagt, wenn er rauskommt. The White Event. And the builders have abandoned the machine is broken, the universe is broken, it's coming, a white event. Das ist so das, was er sagt. Also er sagt halt, dass ein weißes Event kommt und dass diese Builder halt die Maschinen
ausgestoßen haben, also verbannt haben, könnte man so sagen, und dass die Maschinen und das Universum halt gebrochen, kaputt sind halt einfach. Na, also er warnt halt einfach schon mal vor. Und auch, ja, wenn, das ist halt umso witziger, wenn man es dann halt auch nochmal direkt liest, wenn er zum Beispiel seinen Namen sagt, also Nightmask, und Tony dann sagt, ach, Blackwheel. Und er dann einfach nochmal sagt, nein, Nightmask. Ja, genauso ist das ein Dialog, also kann man sich halt wirklich, da haben sie dann halt wirklich genau geguckt, dass das auch alles passt, weil es gibt bestimmt auch Versionen, wo dann man einfach nur irgendwas hinkriegelt, weil sie davon ausgehen, ach, will sich sowieso keiner angucken. Aber hier haben sie wirklich geguckt, dass es auch alles genau passt. Ja, das ist soweit dazu. Dann wollte ich nochmal über die Cover sprechen. Also es gibt erstmal so ein Gesamtcover von den ersten drei Heften, die dann zusammen ein Bild ergeben. Am Anfang dann halt Captain America, dann nochmal Thor und so weiter und Iron Man, die dann zusammen halt mit die ganze Gruppierung, Spider-Woman, Spider-Man und sonst was, wer da alles dazu gehört, einfach zusammen bilden. Finde ich ganz schick, ist nicht das bestgezeichnete Ding, aber so von der Art ist das halt ganz cool und auch ganz nett so zusammenzustellen, könnte man so sagen. Also das ist schon mal eine gute Idee gewesen für die ersten drei Hefte, finde ich. Dann gefällt mir auch noch das Hyperion-Cover, wo er von den Maschinen so festgehalten wird, beziehungsweise dass er zeigt, wie er von AIM mit den Maschinen dann halt aus seinem Universum rausgerissen wird. Das sieht ganz cool aus, finde ich. Und auch das Captain Universe Cover mit dem, also wo sie drauf ist und im Hintergrund natürlich einfach auch die große Leere des Universums dargestellt hat. Das finde ich ganz schick, auch wenn das nicht so besonders ist. Und dann gibt es auch ein Deadpool-Variant-Cover. Das ist auch ganz nett, wo dann Deadpool nochmal vor Captain America steht und dann halt einfach ja, sich cool davor stellt und Teil der Avengers dann spielt. Dann gibt es noch zwei Covers von Asset Ribic, die ich ganz nett finde. Asset Ribic finde ich eigentlich ganz gut. Kennt man ja aus der Thor Marvel-Reihe, zu der wir auch irgendwann nochmal kommen. Und ja, wo, also da gibt es halt eins mit Iron Man und Hulk und eins mit Thor und Captain America. Und das mit Thor und Captain America, da habe ich das Problem, dass Captain Americas Kopf irgendwie komisch mir nicht so gefällt. Also ich von der Länge, von den Formen irgendwie finde ich das komisch. Nicht so, wie ich mir vorstelle, könnte man sagen, aber ist okay. Dann gibt es natürlich auch ein Baby-Variant-Cover von Scotty Young, wo sie dann als Teen gucken müssen, dass sie nicht an die Cookies kommen. Das fand ich ganz niedlich, sowas, diese Baby-Cover. Die finde ich eigentlich immer ganz nett. Würde ich mir nie extra Geld ausgeben, um die als Variant-Cover zu bekommen. Aber trotzdem, wenn sie dann in dieser Collection da dabei sind, finde ich das immer ganz witzig und nett, sich das mal eben anzugucken und dort sich durchzulesen, welchen, ja, welchen Witz sie da halt eben reißen möchten. Gibt es noch ein schickes von Eddie Granove, heißt er, glaube ich. Das war ganz nett. Dann gibt es noch ein großes von Daniel Acuna, das ja, ein großes, sehr gutes, das ein bisschen auch in die realistischere Richtung geht, könnte man sagen. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass noch ein größeres, wo dann auch mit den X-Men verbunden wird, von Jake Scott Campbell und Neil Rovino, bestimmt irgendwie falsch ausgesprochen. Aber ja, das ist dann auch ganz schick gewesen. Da gefallen mir auch immer so die Gesichter und generell die Figuren sehr gerne von dem. Hat man, glaube ich, auch bei Anken X-Men hier und da bei ein paar Cover gehabt von dem. Oder hier und da generell bei Marvel Now. Und dann, es gibt auch noch viel weitere Cover hier, aber das waren so die, die ich am besondersten fand beim Rumgucken, die mir rausgestochen sind, für mich zumindest. So, allgemein, jetzt, wo wir mal das alles durchgesprochen haben, muss ich sagen, ja, also bei Anfang ist okay, so reinzukommen. Man sieht so, wie Captain America so der Anführer ist, so mit Tony auch an der Seite, aber ich finde schon, dass man bemerkt, dass Captain America ein größeres Ansehen genießt als Tony selber. Und ja, sonst die einzelnen Stories fand ich dann auch ganz nett, wie schon gesagt, ich fand es interessant, mehr über Hyperion und Captain Universe zu erfahren, natürlich aber auch über Smasher, aber die fand ich halt von allen drei am uninteressantesten, aber trotzdem fand ich das cool, auch mal von Figuren was zu erfahren, die ich weniger kenne, weil, ja, ich bin halt schon eine Weile drin und ist, ja, ich kenne halt Iron Man und Captain America, das ist auch cool, andere zu sehen, und irgendwann freue ich mich dann auch, wenn auch diese Charaktere endlich in die Filmwelt kommen, am meisten mit Captain Universe, obwohl die halt echt schon, da muss man halt auch wieder gucken, ähnlich wie Captain Marvel, dass man den, wie man das darstellt, damit es nicht overpowered ist. Ich habe jetzt auch noch nichts groß gesehen, dass die halt so ein eigenes Comic-Reihe hat, beziehungsweise eigene Gegner und so weiter, die ist halt eher bei so Events, Avengers-Sachen oder so immer dabei. Und man hat ja auch mit dem Bilder, mit dem Aleph dann gesehen, dass sie da halt auch sehr, heftig sein kann, wenn sie da einfach nur jemand antippen kann und der schon auseinanderfällt, einfach weil sie ist ja halt die kosmische Entität, das Universum selber. Also
Das aber einfach so mit dem Wirt und was dahinter steckt, das finde ich halt doch sehr interessant. Ja. Aber das soweit zu dem ersten Avengers-Band jetzt hier von Marvel Now. Und ja, da wollte ich jetzt so weitergehen. Aber erstmal wollte ich noch mit anderen Bänden anfangen. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann mal Doctor Strange aus dem All New, All Different Universum an. Ja, und da. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Schreibt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare, welches Heft ihr hier drin am besten fandet. Wie findet ihr generell den ersten Band? Was haltet ihr generell von der Avengers-Reihe aus dem Marvel Now? Oder dem Marvel Now generell? Und was sind eure Lieblingsstories von den Avengers? Schreibt mir gerne alles, was ihr so thematisch dazu habt. Oder generell Sachen gerne in die Kommentare. Schreibt gerne mit euch. Und das soll es dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.